Haben sie wieder zueinander gefunden? Michelle Hunziker und ihr noch Ehemann Tommaso Trussardi führten fast 10 Jahre lang eine glückliche Ehe. Mit ihren gemeinsamen Kindern Sole und Celeste machten sie ihr Glück komplett. Im Januar dieses Jahres war dann plötzlich Schluss. Doch die Kinder verbindet die beiden noch immer. Erst vor wenigen Wochen wurde Tommaso bei der Wohnung der Moderatorin gesichtet. Jetzt verriet Michelle, dass sie ein Liebes-Comeback mit ihrem Ehemann nicht ausschließen würde. In einem Interview mit Bunte sprach Michelle nun ganz offen über die Liebe. Auf die Frage, ob sie sich eine erneute Beziehung zu Tommaso vorstellen könnte, hatte sie eine klare Antwort. Alles ist möglich. In der Liebe kann sogar das Unmögliche passieren. Ich bin jetzt 45 und weiß, dass es nicht schwarz und weiß gibt. Emotional intelligente Menschen wissen, wie wichtig es ist, in der Liebe aufeinander zuzugehen, meinte die Moderatorin. Dass ihr etwas in ihrer Ehe gefehlt hat, sei Michelle auch heute noch klar, dennoch sei sie sich bewusst, dass man sich in einer Beziehung täglich etwas Gutes tun und an der Beziehung arbeiten müsse. Tommaso und Michelle kamen sich erst vor kurzer Zeit wieder näher. Fast 9 Monate nach der Trennung feierten sie den Geburtstag ihrer ältesten Tochter Sole in Mailand. Laut des Magazins HI wurde ihr Ex-Mann Anfang Oktober sogar beim morgendlichen Verlassen ihrer Wohnung in Italien gesichtet. Tommaso trug dabei die gleiche Kleidung wie am Abend zuvor. Thank you.